Ja, dann komm, zeig mir ein paar Tricks. Zeig mir ein paar Tricks. Ja, was willst du denn wissen? Naja, einiges. Zeig mir meinen ordentlichen Tritt. Ah, seht ihr, dafür ist Härte. Zeige mir, wie ich eine Schnittverletzung wegstecke. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Allerdings weiß ich gar nicht, wie viel Gold... Oh, das ist für Härte alles hier. Ich will Schnittverletzungen noch besser wegstecken. Das ist natürlich sehr schön. Dafür brauchen wir aber Klingenfest 1. Das ist wahrscheinlich das hier. Ich habe nicht genug Gold. Ja, das dachte ich mir schon fast. So, brauchst du etwa Hilfe? Brauchst du Hilfe? Kannst du denn Feste treten? Was? Also, ohne dass du weißt, wie man mit den Viechern fertig wird, bringt das nichts. Ich kann es dir beibringen, wenn du willst. Ja, aber wir haben nicht genug Gold. Aber wie kommt es eigentlich, dass du hier alleine in der Gegend rumstehst? Wie kommt es, dass du hier alleine stehst? Boos hat Curtis gesagt, er soll mir zwei Typen an die Seite stellen, aber das sind Säufer. Aber zur Not werde ich auch allein mit den Viechern fertig. Ein Pirat schlägt keinen guten Kampf aus, das solltest du dir merken. Ja, okay, hier können wir erstmal nichts machen, wie es scheint. Okay, Blake ist unser Mann. Wo geht's denn eigentlich hier lang dann? Ach, da müssen wir lang. Ach, Moment mal, das ist so ein Torbogen, wo man hier durchkommt. Aber, ja, dann können wir doch hier durch, oder? Ich probiere das einfach mal. Speichern nicht vergessen. Nicht, dass uns diese Sandkrabben da alle entgegenkommen. So. Also speichern geht ja recht fix hier. Naja, mit Sandteufeln wären wir ja auch so fertig. Aber diese Krabben... Sehr schön. Ne, ich heb das später auf. Questerfolg. Finde das Piratennest. Plus 105 Ruhm. Oh, guck mal, wen wir da haben. Sieht nach einem Schmied aus. Oh, hier ist das auch richtig schön piratisch, oder? Die Hüte gefallen mir, diese, wie nennt man die? Diese Dreispitzenhüte? Oder Dreieckshüte, keine Ahnung. Wer ist das denn hier? Stone. Hast du nichts zu tun? Dann schlepp Wasser. Hey, ich will nur ein bisschen quatschen. Na wegen mir, aber mach schnell. Oh, ein ganz rauer Geselle. Ja, wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Unsere Klingen sind scharf und unser Pulver ist trocken. Außerdem haben wir ein dickes Tor. Da kann die Inquisition ruhig kommen. Und wenn sie über den Strand angreifen? Ach, weißt du, wenn die Protektoren ein Tor sehen, dann greifen sie das auch an. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Aber die Mistviecher kommen aus dem Meer. Vor ein paar Nächten stand eine riesige Krabbe direkt vor der Kneipe. Wenn wir nicht aufpassen, holen sie uns noch im Schlaf. Was unternehmt ihr dagegen? Boos hat Stahlbart gesagt, er soll sich darum kümmern. Schließlich tauchen die Biester erst auf, seit er hier ist. Ist das so? Vielleicht ist es sein Fluch, vielleicht auch nicht. Wir werden's wissen, wenn er endlich wieder ablegt. Ja, okay, aber welche Waffen empfiehlst du mir gegen die Krabben? Welche Waffe empfiehlst du mir gegen Krabben? Feste Stiefel! Du musst sie umtreten, dann fallen sie auf den Rücken. Mit welcher Waffe du sie dann umbringst, spielt keine Rolle. Ja, das heißt, wir müssten Treten wohl zeitig mal lernen. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Kannst du mir Schmieden beibringen? Du kannst Wasser schleppen. Ich brauche niemanden, der mir im Weg rumsteht. Ich will nicht für dich arbeiten. Ich will meine eigenen Klingen schmieden. Das ist unter Piraten nicht gerade sehr verbreitet. Die meisten wollen nur kämpfen. Also gut. Aber du wirst mich dafür bezahlen. Mein Wissen ist kostbar. Na, ja, das dachte ich mir schon fast. Zeig mir, wie man schmiedet. Klingen 6 brauchen wir dafür. Okay, nee. Zeig mir deine Klingen, verkaufst du aus Dietrich. Lago steckt in Schwierigkeiten. Ja, nimm mal das hier. Lago steckt in Schwierigkeiten. Verarsch mich nicht. Ich kenne nur einen Lago. Und der ist nicht auf Takarigua. Okay, und wie komme ich dann an sein Kopftuch? Das rote Kopftuch gehört übrigens Lago. Und wie komme ich dann an sein Kopftuch? Sieht ganz so aus, als wenn das Ding wirklich Lago gehört. Er sitzt in Puerto Sacarico im Knast. Mal angenommen, ich glaube dir. Dann brauche ich einen Dietrich, um ihn da rauszuholen. Wenn du es wirklich ernst meinst, ist dir der Spaß bestimmt 500 Goldstücke wert. Richtig? Falsch, denn ich habe keine 500 Gold. Lago sagt, du schuldest ihm Geld. Lago sagt, du schuldest ihm Geld. Blitz und Donner! Der Langfinger sitzt wirklich im Knast! Sag ich doch. Hier, nimm den Dietrich und beeil dich! Sonst knüpfen sie ihn noch auf! Sehr schön, wir haben einen Dietrich. Damit können wir Lago bestimmt aus dem Knast befreien. Das sollten wir vielleicht bei Nacht machen, wenn die Wache nicht davor sitzt. Wie heißt der nochmal? Ich weiß es nicht. Carter? Kann das sein? Der uns die Klamotten verkauft hat. So, zeig mir aber erstmal deine Klingen, bevor wir aufbrechen. Zeig mir deine Klingen.
Ei! Sehr schön. Piratensäbel. Und da können wir immer schön mit der angelegten Waffe vergleichen. Oh, 1000 Gold, ey. Huh. Bauplan für einen Krummsäbel. Naja. Machete hatten wir, glaube ich, schon, ja. Was ist das denn? Säbel. Das sind alles Hiebwaffen. Also die Piraten scheinen eher mit Hiebwaffen... ja, rumzuwirbeln. Ach so, meine beste Waffe ist die Machete. Hä, das raffe ich jetzt irgendwie nicht. Naja, egal. Wahrscheinlich haut er den Mindestschaden da noch mit in die Berechnung. Ich weiß es nicht. Ja. Dann schauen wir nochmal. Die haben alle nur Hiebwaffen. Dolche als Wurfwaffen. Ja. Komm, wir verkaufen erstmal was. Und zwar die Speere zweimal. Haben wir schon wieder 100 Gold. Sehr schön. Steinharte Gaggernuss. Für was brauchen wir die denn? Ach so, für schmutzige Tricks. Verstehe. So, Piratenklamotten nicht. Aber das Lederhemd könnten wir verkaufen. Genau, kriegen wir auch nochmal 30. Da kriegen wir nochmal 15 für. Das behalte ich alles. Karaffe. 60 Gold. Naja, warum nicht? Schale auch nochmal 100 Gold. Den behalte ich erstmal, das auch. 50 Gold pro Perle. Ich weiß gar nicht, naja, das ist... Ne, dann lass es erstmal so. Okay. Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück? Wir haben nur 305 Gold? Das kann ich irgendwie nicht ganz glauben. Deswegen, Ende. So, deswegen gucke ich jetzt nochmal. Wir haben tatsächlich nur 305 Gold. Naja, gut. Aber wir wissen, wo wir bessere Sachen herbekommen. Und dann würde ich sagen, lege ich auch nochmal, weil das als beste Waffe angezeigt wird. Hallo? Lege ich auch nochmal die Machete an. So. Ja, das sieht schon ein bisschen brutaler aus. So, wen haben wir denn hier noch? Pirat? Lagerfeuer Pirat. Okay. Da, der sieht aus, als hätte er was zu sagen hier. Erfolg, Piratennest gefunden. Auch nochmal 52 rum. Wie viel haben wir denn jetzt? 500 irgendwas. Hey, was machst du hier? Ich bin auf der Suche nach Stabat. Dann sieh zu, dass du bei ihm aufs Schiff kommst. Wir haben schon genug Piraten, die sich hier niederlassen. Wenn Stabat ablegt, werde ich dabei sein. Gut, solange du hier bist, kannst du saufen. Also geh zur Buß und hol dir einen Rum. Aha. Was kannst du mir denn über Buß erzählen? So mal unter uns. Was kannst du mir über Buß erzählen? Junge, du bist nicht von hier, was? Buß ist der Mann mit dem Rum. Und der Mann mit dem Rum ist der Mann mit dem Gold. Er hat das alles hier aufgebaut. Und er bezahlt mich, damit ich darauf aufpasse. Und ich mag Gold. Kapiert, was ich meine? Ei. Ich mag auch Gold, wenn da Schokolade drin ist, diese Goldtaler. So, wen haben wir denn hier noch? Morris. Hey, neu hier, was? Ich bin Morris, einer von Stahlbarts Männern. Was machst du hier? Nicht viel. Ohne Gold gibt's keinen Rum, keine Huren, gar nichts. Also hänge ich ein bisschen rum und halt die Augen auf. Ja, dann erzähl mir doch mal ein bisschen was über Takarigua. Erzähl mir was über Takarigua. Dieses Nest hier ist die größte Brennerei der gesamten Südsee. Früher hat das sogar mal was bedeutet, aber heute... Früher war alles besser, hm? Nicht alles. Aber Buß sitzt auf seinen Rumvorräten, als gäbe es bald nichts mehr. Und das war früher nicht so. Und ich musste nachts nicht aus dem ersten Stock springen. Was hast du getan? Was hast du getan? Ich wollte mir ein paar Flaschen Rum aus der Brennerei besorgen. Hab mich nachts hochgeschlichen. Aber Alistair, der alte Sack, hat mich erwischt. Ich konnte gerade noch über den Balkon entkommen. Okay, ich schätze, das war Glück. Schätze, das war Glück. Was soll denn daran Glück sein? Nicht nur, dass ich jetzt auf dem Trockenen sitze, ich habe auch meine halbe Ausrüstung verloren. Und ich habe nicht mal was, das ich bei Flanagan zu Gold machen kann. Aber warte, wenn ich den erwische, der jetzt mit meinen Klamotten rumrennt. Okay, willst du nochmal nachts rein? Willst du nochmal nachts rein? Auf keinen Fall. Ich bin zu laut und zu ungeschickt. Aber ich habe einen Plan, wie es jemand machen könnte, der sich darauf versteht. Lass es mich versuchen. So?
Hoffentlich bist du leiser als ich, sonst wird's dir wie mir ergehen. Weißt du was? Ich verkaufe dir meinen Plan für wenig Gold und du kannst die Beute behalten. Nee, du lass mal stecken. Was ist denn das überhaupt erstmal für ein Plan? Was ist das für ein Plan? Ein guter. Na schön, du neugieriger Naseweiß. Mein Plan beruht auf Heimlichkeit. Wenn du das nicht drauf hast, kannst du dich auch gerne durchprügeln. Aber das ist nicht besonders stilvoll, wenn du verstehst, was ich meine. Piraten und stilvoll. Nee, ich will den Plan nicht haben. Wenn dann eh nur mit Waffengewalt. So, das ist das Schiff. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Kneipe hier. Aha, hallo, schöne Dame. Holly. Hey, Süßer. Ich bin Holly. Wenn du was brauchst, sag es mir. Was kannst du denn anbieten, Holly? Was immer du willst. Wollen wir uns amüsieren? Du kriegst doch eine Menge mit. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und ich bin bereit, mein Wissen zu teilen. Ja, was kannst du mir erzählen? Was kannst du mir erzählen? Was willst du wissen? Was weißt du über Schätze? Was weißt du über Schätze? Ein paar sind auf der Insel vergraben. Pete ist auch mit einer Kiste losgezogen, aber er ist nicht zurückgekommen. Wer ist Pete? Curtis hat ihn beauftragt, das Tor zu bewachen. Aber Pete wollte unbedingt seinen Schatz verstecken. Er glaubte, ein gutes Versteck gefunden zu haben. Okay, wo hat Pete seinen Schatz vergraben? Das kostet alles 100 Gold, ey, das ist doch Wahnsinn. Nee, ich will erstmal eine bessere Waffe. Alles. Wollen wir uns amüsieren? Ja komm, das spare ich mir erstmal für später auf. Ich will jetzt hier erstmal den Apfel einstecken. Verflucht! Was soll das werden? Achso, ich dachte, den darf man mitnehmen. Dann reden wir doch mal mit Boos. Ah, ein neues Gesicht. Willkommen in Takarigua. Was führt dich her? Ich hörte, ihr habt ganz guten Rum. Ha, da hast du richtig gehört, Junge. Hier, die erste Buttel geht auf mich. Sehr schön, Rum erhalten. Wie stehst du denn zu Stahlbart? Wie stehst du zu Stahlbart? Ha, der alte Halunke ist ein übel riechender Halsabschneider. Ein rumsaufender Plünderer, ein todesverachtender Kämpfer. Aber... Ja? Aber trotzdem habe ich keinen Rum für ihn. Okay, kein Rum? Du hast mir doch sogar einen ausgegeben. Kein Rum? Du hast mir doch sogar einen ausgegeben. Junge, die guten alten Zeiten sind vorbei. Ich kann hier wohl eine Runde schmeißen, aber ein Schiff beladen kann ich nicht. Woran liegt's? Zucker. Zucker und Wasser. Das sind die Zutaten, aus denen Rum gebrannt wird. Und jetzt rate mal, was wir nicht haben. Zucker und Wasser? Genau. Okay, was ist denn mit dem Wasser? Was ist mit dem Wasser? Wir kriegen's halt nicht. Dabei haben wir die Quelle gleich vor der Tür. Also, wenn du dich nützlich machen willst... Ich schlepp kein Wasser. Aber für eine ordentliche Bezahlung trete ich deinen Trägern in den Hintern. Das ist die Aufgabe von Curtis. Er weiß, was zu tun ist. Alles klar, du brauchst also Zucker. Du brauchst also Zucker? Tja, der alte Jack kümmert sich normalerweise drum. An der Südküste der Insel, am Rand des Dschungels, steht ein Schmugglerturm. Wenn du was herausfinden willst, suche den Turm und sprich mit Jack. Ja, bei Jacks Turm waren wir ja schon. Ich bringe dir die Zuckerlieferung. Ich bringe dir die Zuckerlieferung. Was war das Problem? Termiten. Große, böse Termiten. Junge, du bist zu gebrauchen. Bring das Zeug gleich zu Alistair. Der wird sich freuen. Ach so. Danach kommst du wieder runter. Dann stoßen wir an und du kriegst deinen Sack Gold. Sehr schön. Ja, vielleicht kommen wir doch noch mit einem neuen Schwert hier raus. Also mit einem neuen Säbel, versteht sich. Ach ja, wir haben ja den Brief auch noch. Ich habe hier einen Brief für dich. Ich habe hier einen Brief für dich. Das letzte Mal, dass ich einen Brief gekriegt habe, hat mich meine Frau verlassen. Sehen wir mal, ob du bessere Nachrichten bringst. So. An die Herren Piraten. Was für ein Quatsch. Der Sack will eine Entschädigung für den Zucker, den wir geklaut haben. Ich glaube, ich spinne. Er will unseren Rum? Niemals. Er kann Gold haben. Und ich weiß auch schon, wer dafür bezahlt. Wir haben einen Mann bei der Inquisition.
Pedro. Er sollte uns unauffällig jeden Monat ein paar Säcke Zucker besorgen. Jetzt ist die Sache aufgeflogen. Ich würde sagen, das ist sein Problem. Also wirst du dir das Gold, das uns die Fuego-Soldaten vom Hals hält, von Pedro holen. Kriegst du das hin? Ja, ich denke schon. Aber Pedro ist einer von euch? Das überrascht mich jetzt auch. Pedro ist einer von euch? Nein, nein. Er ist der Schreiberling von dem aufgeblasenen Sack, der sich Gouverneur von Tacarigua nennt. Der alte Jack kennt ihn irgendwoher. Er hat die Sache eingefädelt. Aber du hast mir noch nicht auf meine Frage geantwortet. Klar kriege ich das hin. Klar kriege ich das hin. Das wollte ich hören. Warte, ich schreibe dir schnell eine Antwort. Ich werde keinen Betrag in meinem Brief erwähnen. Sorg einfach dafür, dass die Fuego genug Gold bekommt, damit er die Füße stillhält. Woher du das Gold bekommst, weißt du ja. Hier, mach was draus. Alles klar, jetzt haben wir ein paar neue Quests hier, aber kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn wissen? Zeige mir Wirkung von Schmerztöter verlängern kann. Mut antrinken, ja super. Kannst du mir ein paar Tricks, um Leute einzuschüchtern? Ach ja, einschüchtern, sehr schön. Ich will noch besser einschüchtern. Das geht wieder alles auf Härte hier. Ich will wirklich jeden einschüchtern können. Ich will Schussverletzungen besser wegstecken. Zeige mir, wie ich Schussverletzungen noch besser wegstecke. Sehr schön. Ich brauche mehr Rum. Ich brauche mehr Rum. Ein paar Flaschen kannst du kriegen. Aber glaub nicht, dass ich so viel rausrücke, damit du ein Schiff beladen kannst. Ach so, ja, er verkauft uns das, alles klar. Nee, dann lassen wir das erstmal. Wir gehen jetzt erstmal zu Alistair. Wenn wir ihn überhaupt finden, das ist Holly, O'Brien, Pirat und ja, wahrscheinlich auch... Nee, Mix, was ist das denn? Hey, gehörst du zu Booze? Nein. Dann bist du einer von Stahlbarts Männern? Noch nicht. Hoi, bei dem Verfluchten willst du mitsegeln? Darauf müssen wir einen trinken. Spendierst du mir einen? Aber, nee. Was weißt du denn über den Fluch? Was weißt du über den Fluch? Erst trinken wir mal einen. Ach Mann, komm hier. Klar, trink einen auf mein Wohl. So gefällt mir das. Und jetzt sag mir, was du über den Fluch weißt. Sag mir, was du über den Fluch weißt. Man hört ja so allerlei von Wesen aus der Tiefe, die ihn verfolgen. Und seine Mannschaft, die steckt auch mit drin. Alle, die mit dem segeln, sind schon so gut wie tot. An deiner Stelle würde ich auf das nächste Schiff warten und bei einem anderen Captain anheuern. Ja, super. Und dafür haben wir jetzt nach. O'Brien, was geht? Ahoi! Ich bin O'Brien, Smoothie auf der bärtigen Jungfrau. Ja, also ich würde bei der Stimme total abhusten müssen. Der Name klingt total bescheuert. Ich will bei euch anheuern. Der Name klingt total bescheuert. Eine ganze Nacht haben wir den Namen für das Schiff gesucht. Und da seid ihr nicht auf Eleanor oder Esmeralda gekommen? Tja, bei der Taufe war der Captain schon ziemlich betrunken. Ich will bei euch anheuern. Ah, wir nehmen dich nur mit, wenn... Ich es drauf habe, schon klar. Also, bringt es was, wenn ich dich verprügel? Wenn du den Smooth hier umhaust, wird der Captain sauer. Aber beeindrucken wird ihn das kaum. Du kannst mich schlagen, aber nur im Saufen. Nee, ach, wie kann ich dich im Saufen schlagen? Wie kann ich dich im Saufen schlagen? Willst du mir erzählen, du hast noch keine Sauferei mitgemacht? Keine Sorge, die Regeln sind ganz einfach. Ja, dann erklär mir mal die Regeln. Erklär mir die Regeln. Wir saufen um die Wette. Jeder von uns trinkt 6 Flaschen. Wer zuerst fertig ist, gewinnt. Hört sich einfach an. Ist es auch. Solange du eine ruhige Hand hast, greifst du daneben und eine Flasche fällt um, kriegst du eine neue. Ja, was kann ich noch tun, um den Captain zu beeindrucken? Was kann ich noch tun, um den Captain zu beeindrucken? Besorg dir eine Karte und eine Schaufel und such dir einen Schatz. Aber meinen kriegst du nicht. Hast du deinen Schatz auf der Insel vergraben? Ei! Aber einem Grünschnabel wie dir werde ich bestimmt nicht meine Karte überlassen. Ja, wahrscheinlich müssen wir echt mit denen hier Kampf trinken.